Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Oktober 2017 und ganz herzlichen Glückwunsch an die Geburtstagskinder, die im Oktober Geburtstag haben. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorff und ich führe euch durch die Konstellationen. Wenn ihr eine Beratung zu einer ganz persönlichen Situation braucht, stehe ich euch dafür natürlich gerne zur Verfügung. Ihr könnt auf meinem Kundentelefon anrufen, das könnt ihr hier unten finden, oder die Beratung direkt über meine Homepage buchen unter www.antonialangsdorff.com. Und die Infos dazu findet ihr, wenn ihr hier auf das kleine i im Bild klickt und natürlich unten in der Videobeschreibung. Mit etwas Glück könnt ihr wieder bei mir eine Beratung gewinnen. Und wie das geht, dazu mehr am Ende des Videos. Also bleibt dran! In eurem Geburtstagsmonat Oktober habt ihr viele schöne Vitalkräfte in eurem Zeichen. Ihr fühlt euch lebendig, ihr habt eine tolle Ausstrahlung und ihr werdet wahrscheinlich ordentlich gefeiert, wenn ihr Geburtstag habt. Ab Mitte Oktober geht die charmante Venus, eure Herrscherin, in euer eigenes Zeichen, bald darauf gefolgt von Mars. Ihr verströmt dann noch bis weit in den November hinein eine attraktive, erotische Energie und verfügt über starke, schöpferische Kräfte. Jetzt schauen wir uns die Konstellation genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund, also den langfristigen Aspekten. Ja. Noch bis zum 10. Oktober habt ihr den Jupiter bei euch im ersten Haus, also die Geburtstagskinder, die ganz am Ende der Waage Geburtstag haben, 20. bis 23. Oktober, die spüren das und vielleicht auch schon die ersten Skorpione, denn Jupiter ist ja dabei, das Zeichen zu wechseln. Und von daher stellt euch schon mal darauf ein, dass sich da jetzt die Energie ändert. Am 10. Oktober beginnt nämlich eine wichtige neue Lebensphase für euch. Jupiter verlässt das Waagezeichen und tritt ein in den Skorpion und damit steht ihr dann sozusagen nicht mehr in Jupiters Scheinwerferlicht. Das richtet sich dann auf das Zeichen Skorpion. Doch Jupiter geht nun in den Finanz- und Wertebereich des Waagehoroskops und zeigt an, dass ihr mit einer finanziell günstigen Phase rechnen dürft. Aber die Sterne raten euch, Geld für möglichst sinnvolle Anschaffungen auszugeben, von denen ihr auch noch dann etwas habt, wenn Jupiter weitergezogen ist. Auch eurem Selbstwertgefühl kann dieser Transit sehr gut tun. Ihr werdet euch nämlich bewusst, welche Potenziale in euch schlummern. Eure inneren Schätze werden jetzt sichtbar und das wiederum festigt euren Glauben an euch selbst und euren Optimismus, wodurch ihr wiederum gute Gelegenheiten in euer Leben zieht. Viele Wünsche, auch materielle, können jetzt in Erfüllung gehen und deshalb ist es besonders wichtig, dass ihr euch genau überlegt, was ihr wirklich braucht und was für euch einen Sinn ergibt. Denn mit Jupiter neigt man ja auch zur Verschwendung und Übertreibung. Luxus ja, aber bitte sinnvoller Luxus. Gönnt euch doch zum Beispiel ein schönes, echtes Kunstwerk von einem Künstler, den ihr damit auch noch unterstützt. Wenn ihr ein gutes Händchen für Finanzen habt, könnt ihr natürlich auch an der Börse mitmischen und schlaue Investitionen tätigen. Ja, das ist also dann der Transit für euch die nächsten 13 Monate. Und dann schauen wir uns jetzt noch die anderen wichtigen Aspekte an. Da haben wir weiterhin das Quadrat von Pluto, der hier in Spannung zur Waagesonne steht. Und das auch noch einige Jahre weiter, also da habt ihr weiterhin mit zu tun. Ich bin darauf ja auch schon an verschiedenen Stellen ausführlich eingegangen, aber hier nochmal die Stichworte dazu. Pluto kann ein Familiengeheimnis sein, weil es bei euch im Haus der Familie ist, kann einen Konflikt anzeigen mit Familienmitgliedern, wo es eben vielleicht darum geht, auch vielleicht tiefenpsychologisch was aufzuarbeiten. Jetzt rein vom Aspekt her ist es eine Aufforderung, sich zu verändern, ist vielleicht eine Transformationskrise, ist also nicht ganz einfach für die Waagegeborenen. Und da habt ihr dann auch noch weiterhin mit zu tun. Und das betrifft jetzt besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 8. und 12. Oktober Geburtstag haben. Dann haben wir weiterhin die Lilith hier im Schützen. Die steht ganz positiv zur Waagesonne und gleichzeitig auch der Saturn. Sind fast dieselben Grade jetzt. Und dieses Sextil bedeutet, dass man sich mit interessanten Themen auseinandersetzt. Also Lilith sind ja so interessante künstlerische Themen oder eben auch Themen, die sich rund um das Thema wilde Frau oder die Göttin drehen. Drittes Haus, da kann man was drüber lernen. Also das ist vielleicht, und es können natürlich auch sehr interessante, spannende Frauen sein, die in euer Leben kommen und euch halt sehr inspirieren. Und mit Saturn dabei,
Ist dann vielleicht auch der Wunsch gegeben, daraus auch was zu machen, also zu manifestieren und jetzt nicht nur zu sagen, lass uns Spaß haben, sondern wirklich auch zu sagen, hey, das inspiriert mich, lass uns was damit machen. Ne? Also es kann auch wirklich auch sein, dass ihr jemanden kennenlernt, wo ihr dann Lust habt, das Ganze künstlerisch oder persönlich weiter auszuwerten für euer Leben. Genau, und das betrifft jetzt die Geburtstagskinder, die zwischen dem 15. und 19. Oktober Geburtstag haben. Die kriegen diese Aspekte von Lilith und Saturn. Und dann habt ihr ja noch den Uranus in Opposition. Der steht für euch weiterhin im 7. Haus, im Partnerhaus. Auch ziemlich weit am Ende im Moment. Bringt also jetzt für die Geburtstagskinder, die zwischen dem 19. und 22. Geburtstag haben, recht aufregende Gelegenheiten, spannende neue Leute kennenzulernen. Und auch so ein Überraschungsmoment. Ja, ist also immer wieder auch so, dass man so ein bisschen mit dem Unerwarteten rechnen muss. Also die Leute verhalten sich nicht immer so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Und da müsst ihr eventuell auch ein bisschen flexibel sein, ne? Und einfach auch damit rechnen, dass, ich meine, ihr zieht ja gern so ein bisschen die Fäden in Beziehungen, ne? Ihr seid ja auch da sehr diplomatisch und geschickt, aber wie gesagt, mit dem Uranus ist da auch mal einer dabei, der vielleicht quertreibt oder der sagt, nö, machen wir nicht so, machen wir anders. Und davon sollte man sich natürlich lieber anregen lassen, als sich darüber zu ärgern. Das wäre mein Tipp. Und wie gesagt, steht jetzt in der dritten Dekade. Gut, dann kommen wir jetzt zu euren aktuellen Konstellationen. Und der 1. Oktober sieht schon ziemlich gut aus. Wir haben Sonne, Merkur und Jupiter hier in der Waage bei euch. Und dann am 1. auch noch gleich im Trigon zum Mond im Wassermann. Das ist wunderbar, wenn ihr euren Geburtstag feiern wollt. Es kommen bestimmt viele Leute, sogar welche, mit denen ihr gar nicht gerechnet hattet. Denn der Jupiter steht ja, wie gesagt, noch in eurem Zeichen dann in den ersten Tagen und gegenüber sorgt Uranus für prickelnde Überraschungen. Venus und Mars stehen allerdings in der Jungfrau für euch im 12. Haus, also womöglich seid ihr hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, eine große Party zu feiern und dem Impuls, euch zurückzuziehen oder nur im ganz kleinen Kreis auf euren Geburtstag anzustoßen. Der Kompromiss wäre, ihr zieht euch in eurem genauen Geburtstagsmoment zurück und meditiert in der Stille, feiert aber ansonsten eine ordentliche Party. Und wann dieser Geburtstagsmoment ist, das sagt euch das Geburtstagshoroskop, das sogenannte Solar. Und wenn ihr euch zu eurem Geburtstag eine Solarberatung bei mir gönnen wollt, bin ich natürlich gerne für euch da. So, und dann wird es spannend. Übrigens, diese Phase, wo es so angenehm prickelt die ganze Zeit und sehr inspiriert ist, die zieht sich dann so weiterhin, weil hier Venus und Mars aufeinander zulaufen, was natürlich für euch als Venuszeichen Waage auch sehr, sehr prickelnd ist, selbst wenn sie jetzt nicht in eurem Zeichen stehen. Und diese Energie steigert sich dann immer weiter bis zum Vollmond am 5. Oktober. Und der spielt sich jetzt auch wieder bei euch voll auf der Partnerachse ab. Ja, der Mond steht im Widder in eurem Partnerhaus, die Sonne mittendrin in der Waage. Das ist eine sehr prickelnde Vollmondkonstellation für euch. Denn sie betont das Thema Beziehung und Begegnung. Und dank Uranus ist eben auch ein gehöriges Überraschungsmoment dabei. Wenn ihr an dem Tag Geburtstag habt, stellt euch auf jede Menge Überraschungsbesuch ein. So, dann haben wir ja vom 6. bis 10. Oktober die nächsten Tage ein bisschen eine kritische Phase. Ja? Also so verspielt und schön die Tage vorher waren, irgendjemand ist wegen irgendetwas enttäuscht. Hoffentlich nicht ihr selbst. Wenn ihr zuvor mit einer neuen Liebschaft angebandelt hattet, kommt es vorübergehend zu einer Abkühlung der Gefühle. Versucht es nicht persönlich zu nehmen, denn diese Phase geht in ein paar Tagen wieder vorbei. Und wenn ihr in dieser Zeit Geburtstag habt und auf Nummer sicher gehen wollt, dann könnt ihr die Party ja auf Samstag, den 14. verlegen, weil ihr nämlich am 14. einen Top-Tag habt. Hier am 14., denn dann geht eure Herrscherin, die Venus, in die Waage und die Stimmung ist richtig gut. Ja, und zuvor natürlich am 10.10., das zeige ich euch nochmal schnell, die Konstellation hier, 10.10., auch mit recht vielen Spannungen an dem Tag, aber das ist eben die Konstellation, wo dann Jupiter euer Zeichen verlässt. Müsst ihr ganz stark sein und in den Skorpion wechselt. Aber die gute Nachricht ist, sehr viele Waage-Menschen haben Planeten im Skorpion. Ja, also ist ja das Nachbarzeichen. Dann vielleicht gehört ihr auch zu den Waagen, die die Venus im Skorpion haben, Merkur im Skorpion haben. Dann ist das immer noch eine gute Nachricht, weil dann immer noch diese Planeten die guten Schwingungen von Jupiter auffangen können. Und außerdem, wie gesagt, geht er für euch ins zweite Sonnenhaus, ist euer Finanzhaus und Wertehaus. Und das ist auch eine gute Nachricht. Und mehr zu dem Thema
auch zu der mystischen Bedeutung dieses Transits und über die Mythologie und über die Tiefenpsychologie gibt es in meinem Video-Special Finde den verborgenen Schatz. Würde ich mir angucken, weil für euch gibt es bestimmt einen Schatz zu heben, wo er doch bei euch im zweiten Haus steht. So, dann wie gesagt, Samstag der Top-Tag für euch. Herrlich zum Geburtstag feiern. Venus geht in euer Zeichen und da ist dann auch gar keine Frage mehr, ob ihr lieber feiern oder euch lieber zurückziehen wollt. Ihr wollt feiern und deswegen ladet alle ein, wenn ihr Geburtstag habt. Die Stimmung steigt wieder und auch eure Lust am Flirt. Eine Konstellation mit Merkur und Uranus, der steht nämlich dann hier bei euch in der Waage und sorgt auch in diesen Tagen wieder für Überraschungsgäste oder unerwartete nette Nachrichten. Am 17. Oktober tritt dann der Merkur in den Skorpion ein und bildet am 18. eine Konjunktion zu Jupiter. Auch alles bei euch im zweiten Haus ist zum Beispiel eine super Zeit für Schnäppchenjäger. So Merkur in 2 ist auch immer gut, um gute Deals zu machen. Da ist man besonders schlau und hat ein Händchen für so Finanzgeschichten. Genau. Und der Donnerstag, der 19. ist dann der Neumond. Das ist ein Top-Tag für euch. Ja, der Neumond wird dann exakt um 21.11 Uhr auf 26 Grad Waage und der lenkt die Energie der Erneuerung in euer Zeichen, wo ja auch noch die Venus steht. Ja, Venus hier in der ersten Dekade, Mond in der dritten Dekade. Das Thema erwartet das Unerwartete. Seid offen für neue Ideen und wagt das Abenteuer. Neue überraschende Impulse kommen wahrscheinlich durch Begegnungen, durch andere zustande. Das kann auch ein überraschender Flirt sein oder eine unerwartete Affäre. Der andere große neue Impuls ist natürlich der Eintritt von Jupiter in den Skorpion und darüber könnt ihr auch meditieren. Wie wollt ihr euren inneren und äußeren Reichtum steigern? Wo habt ihr Potenziale in euch, die noch im Verborgenen schlummern und die entdeckt werden wollen? Wenn ihr euren inneren Schatz hebt, werdet ihr wahrscheinlich auch äußeren Reichtum finden. Ja, und dann geht's weiter. Interessant ist der 22. Oktober, da tritt nämlich der Mars ein in euer Zeichen. Und das ist auch ein Top-Tag. Ja? Das gibt euch Schwung, eine sexy Ausstrahlung. Andererseits wollt ihr ja als Waage auch immer gern mit anderen gemeinsam an einem Strang ziehen. Die Frage ist jetzt, wer setzt sich durch? Aber ihr macht das schon mit eurem Charme als Waagegeborene. Da seid ihr ja Meisterin darin, andere dazu zu bringen, zu tun, was ihr wollt. Wobei die anderen aber denken, es wäre ihr eigener Wunsch oder ihre eigene Idee gewesen. Hauptsache, alle haben ihren Spaß dabei. Und das ist mit diesen Konstellationen sehr wahrscheinlich, denn die Venus steht ja eben auch in der Waage und sorgt dafür, dass ihr mit den anderen in einer engen Verbindung bleibt. Am 23. Oktober morgens um 7.26 Uhr tritt die Sonne ein ins Zeichen Skorpion und trifft sich dort am 26. Oktober hier mit Jupiter. Das sind noch mehr gute Impulse für euch für den Bereich Selbstwert und Finanzen. Dann haben wir ja nochmal eine kritische Phase vom 26. bis 28. mit Venus und Pluto und das betrifft euch sehr stark, denn die Venus ist ja eben eure Herrscherin und steht in der Waage. Wahrscheinlich fühlt ihr euch von einem Liebhaber unter Druck gesetzt oder mit Pluto im vierten Haus könnte es auch ein Familienmitglied sein oder Probleme durch ein Familiendrama. Was auch geschieht, ihr solltet jetzt keine endgültige und radikale Entscheidung fällen. Am 11. November trifft sich nämlich die Venus dann mit Jupiter und dann kann es ein Happy End geben. Ja, dann habt ihr am Top-Tag nochmal am 29. Oktober. Jetzt steht die Lebensfreude wieder im Vordergrund. Und ihr lasst die Querelen von vorher hinter euch. Konzentriert euch auf Leute, mit denen es easy ist und die euch zu schätzen wissen. Ja, und dann haben wir am 31. Jahr Halloween oder auch das dem zugrunde liegende keltische Fest Samhain. Die Konstellationen sind diesmal sehr spirituell und passend zu dem Fest. Darauf bin ich in der kosmischen Schwingung im Oktober ausführlich eingegangen. Mit Venus und Mars in der Waage hier in eurem ersten Haus bekommt ihr bestimmt viele Anfragen von Leuten, die Halloween mit euch feiern wollen. Warum auch nicht? Ihr habt eine Bombenausstrahlung und seid wahrscheinlich fit und unternehmungslustig für eine lange Partynacht. Das waren eure Sterne im Oktober. Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, dann berate ich euch gerne. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage www.antonialangsdorf.com und die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier im Bild. Wenn ihr eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen und etwas über Astrologie lernen wollt, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau das Richtige für euch. Da haben wir in der Gruppe immer einen ganz tollen astrologischen Austausch. Und der nächste Termin
ist am Freitag, den 6. Oktober um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten persönliche Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom November bekannt. Und so nehmt ihr teil. Ihr postet mir bitte hier auf YouTube einen netten Kommentar, wie euch meine Horoskope gefallen oder ob ihr eine Anregung für mich habt. Und abonniert einfach meinen Kanal. Hier klicken. Zum Eintritt von Jupiter in den Skorpion schaut euch auch das Special Finde den verborgenen Schatz an. Und, falls ihr es noch nicht gesehen habt, auch das Video Folge deinem Herzen über den Mondknoten im Löwen. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.